Pariat Mundus und herzlich willkommen zu Feed the Beast, dem Nachfolgepaket des Tekkits, was im Vergleich zu seinem Vorgänger allerdings die vollständige Unterstützung der Mod-Entwickler hat. Mein Name ist Richariot und dies ist mein erstes kleines Let's Play-Projekt. Ja, freue mich sehr darauf, habe mich dafür entschieden, weil mir dieses Modpack sehr gut gefällt, davon ein Let's Play zu machen. Und werde versuchen, das Ganze ein wenig, ja, dem einen oder anderen näher zu bringen. Und ich höre auch schon, wie man hören kann, haben wir ein wenig Unterstützung dabei, da der Anfang doch ein wenig zäh ist und ich habe eigentlich schon meine Befürchtungen, was der da oben anstellt. Grüßt mir Herrn Okami. Hallo! Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite, auch an meine Zuschauer. Ich werde es auch mit aufnehmen parallel, wenn ich hier mit rumspringe, was nicht immer der Fall sein wird. Bei mir wird es unter Feed the Beast Together oder so laufen. Name ist noch in der Entstehung, muss man schauen. Und ja, Herr Richariot ist unser Schirmherr hier, der wird uns hier alles schön zeigen. Ich habe von Feed the Beast absolut keine Ahnung. Für mich geht es hier eigentlich nur, ich will Ihnen helfen. Passt schon. Ja. Ich wurde ja vorgewarnt, dass er was vorhat, aber mit allem hätte ich gerechnet, aber nicht damit. Gut, dass ich keine Facecam habe. Wie gesagt, über 200 LPs inzwischen aufgenommen, aber davor habe ich echt Lampenfieber gehabt und ich glaube, ich bin auch knallrot angelaufen gerade. Nicht nur du. Davon mal ab. Aber zurück zum Thema. Ja, Feed the Beast, ein Modpaket für Minecraft. Wir spielen hier die Direwolf 20-Version davon. Und wie wir hier direkt schon sehen, bei unserem Spawn haben wir auch gleich das erste prachtvolle Exemplar, was die Mods hinzufügen. Ein Vulkan, vollständig bestehend aus... Renn mir nicht vor der Flinte rum. Vollständig bestehend aus Basalt. Gibt es in dieser Größe noch ein wenig größer, meistens eher flacher. Und ja, wie gesagt, aus Basalt... Kann man abbauen, gibt Cobblestone, kann man wieder einschmelzen, kann man Bricks von machen. Gibt sehr schöne Texturen. Und dank der Farmarbeit von Herrn Okami habe ich jetzt hier auch gleich schon das nächste in der Hand. Kornsamen. Super, du hast Korn. Ich habe Henequin. Ja, ich habe das nützlich. Ich habe die Nahrung und du hast das Nützliche. Ja, Nahrung wäre mir lieber, weil das war auch meine Überlegung. Schon mal anfangen, Korn zu sammeln, um gegebenenfalls für Nahrung zu sorgen. Ja, auf jeden Fall. Nicht so viel rumstehen und quatschen und lieber machen und quatschen. Ja. Denn es wird bald Nacht und wie gesagt, wir haben einiges zu tun, um am Anfang auf die Reihe zu kommen. Ja, ich klopp hier gleich meinen Baum weg, weil ich glaube, der wird wichtig. Alleine um uns in der Nacht irgendwo eingraben zu können. Ja, ein bisschen Holz wäre echt nicht schlecht. Mann, das Grünzeug gibt ist echt unfreundlich. Oh. zwei normale Samen und auch Henequin Seeds. Sehr schön. So, erzähl mal, wie hast du das hier eigentlich geplant? Soll das seasonmäßig ablaufen oder endlos LP, à la Gronkh? À la Gronkh, kann ich gleich sagen, wird es nicht laufen, weil man muss dazu sagen, Feed the Beast, das Modpaket ist immer noch in der Mache. Also, sie haben eine stabile Version jetzt für die 1.4.7 draußen, aber sie entwickeln die Mods ja immer noch weiter. Dementsprechend wird es wahrscheinlich seasonweise ablaufen, dass mit Erweiterungen in den Mods hinzugefügter neuer Weltgeneration und dergleichen dann dementsprechend auch neue Welten benötigt werden, um voranzukommen. Dementsprechend mal schauen, wie weit wir hier kommen, bis das nächste größere Update kommt, was eine neue Welt erfordert, sagen wir es so. Ja, dann würde ich mal sagen, folgt mir mal, ich habe eine Spitzhacke. Und werde mich jetzt hier irgendwo mal in den Berg reinhauen. Hier hinten gefiel es mir ja schon. Willst du etwas zum Seed sagen, der auf meinen Mist gewachsen ist? Oder? Nein, den Seed behalten wir für uns. Zumindest das, was wir eingegeben haben. Im Maximalfall wird die Zahlenkombination bekannt gegeben. Mehr nicht. Das kann man, oder man gibt so irgendwann, wenn du es machen willst, frei zum Download die Map oder so. Das ist ja dir überlassen.
Ja, je nachdem, wie ich das dann hinkriege, weil wie gesagt, ich bin neu auf dem Ganzen, ich habe von der Baustelle noch nicht so viel Ahnung, wir werden also sehen, was kommt. Wenn man überlegt, dass du der Ursprung unserer ganzen Idee mit den Let's Plays warst und der bis der noch gar nicht angefangen hat, wurde Zeit. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Habe ich ja in meinen Let's Plays schon oft noch angesprochen. Ja, ich gestehe, ich bin der Typ, der den guten Herrn Okami speziell mit Minecraft auf den Sack gegangen ist, wie ein Wahnsinniger, dass er denn auch endlich mal sich das anguckt und damit anfängt, ja, wo er sich dann mit händeringend dagegen gesträubt hat. Ja, ich hab's eigentlich gedacht, du machst es so wie bei WoW, du spielst 2 Sekunden und danach kotzt es dich an und du rührst es nie wieder an. Oh Mann, ich hab jetzt im Moment Schlecks ein paar, na, hoffen wir mal, ob sich das stabilisiert. Muss man ja sagen, da haben wir noch so ein paar Probleme, weil es ist Privatserver bei dir. Jo, und, da muss ich nochmal schauen, ob wir das eventuell stabiler kriegen, was die Leitung hergibt. Oder das könntest du eventuell mal die Werkbank stellen und mir im Zweifelsfall mal ein bisschen Holz geben, damit ich hier auch nicht so nutzlos in der Gegend rumstehe, während du arbeitest. Ist das nicht immer so? Das habe ich jetzt nicht gehört. So, dann wollen wir mal. Ach ja, falls hast du noch einen Baumstamm zufällig oder so? Nee, einen Baumstamm habe ich leider gerade nicht dabei. Kurz für die Zuschauer, falls sie sich wundern, da ich gerade hier im Crafting-Inventar bin und man hat es vorhin auch schon ein paar Mal gesehen, hier rechts an der Seite haben wir dieses lustige Gebilde, was aussieht wie Too Many Items. Ist es in dem Fall aber nicht, es gehört zum Mod-Paket, ist ja Not Enough Items. Und in den Optionen, wie wir hier sehen können, ist das Ganze auf Recipe-Mode gestellt. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier irgendeines dieser lustigen Sachen, okay, bis auf die grundlegenden Dinge, was raussuchen, nehmen wir mal was Einfaches, was wir kennen, das Schwert anklicken, bekommen wir hier angezeigt, wie das Rezept für das Schwert aussieht. Und finde ich persönlich äußerst praktisch, denn, wie man hier oben sehen kann, das Ganze hat bei mir 25 Seiten mit einem GUI-Scale von Large. Ja, das ist einiges an Rezepten, die man hier auswendig können müsste, wenn man das tun wollte. Und das, ja. Ah, Kupfer. Ja. Die Mod-Pakete fügen einen Haufen neuer Erze hinzu und das hier können wir direkt abbauen, weil das ist das Material, von dem wir definitiv immer Mangel haben werden. Kupfer. So, wenn es geklappt hat, hast du jetzt ein Schwert. Jo, ja. Hab ein Schwert. Juhu. Wunderbar, ich hab's nicht aufgesammelt. Dafür sammle ich hier fleißig dein Kupfer. Es war mir ja schon fast klar. Halt, jetzt hab ich mein Holz weggeschmissen. Da ist es wieder. Ich geb dir nochmal 2 Stück Holz, dann könntest du eventuell noch eine Kiste basteln. Ich mache hier schon mal den Raum nochmal eine Runde größer. Ja, das habe ich auch noch vor. Darum mache ich gerade 2 Stone Pickaxes, damit es ein bisschen flotter geht. Aber erstmal wird die Holz natürlich kaputt gehauen. So. Oha. Doch, ich baue, glaube ich, für die Outline nochmal welche. Wieder auftauchende Blöcke. Oh, super. Dann bin ich nicht der Einzige, der das Problem hat. Ja. Warte mal kurz. Lass mich mal hier umgucken. Oh. Die Nachricht, die der Server mir hier schmeißt, gefällt mir nicht. Nee, was schmeißt er dir denn? Can't keep up. The system time change or is the server overload? So viel mit 2 Leuten. Verpiss dich! Ich hasse es. Wir haben vergessen, einen Block in die Tür zu setzen. Ja. Und vor allen Dingen, netter Leck. Ich habe ihn ungefähr 3 Sekunden nach dem Zischen noch angeguckt, bevor er explodiert ist. Ja, ich habe ihn ungefähr 5 Sekunden lang zischen hören, kurz vorm Bumm. Ich glaube, ich baue mal. Naja. Mal schauen, wie viel Holz ich gleich noch habe. Vielleicht reicht's ja. Huch. Trust me, I'm a professional Minecraft-Player. Ja, genau. Und dann zisch, bumm. Nee, mein Holz reicht definitiv nicht. Dann machen wir es spartanisch. Ich hätte ihn jetzt oben hingesetzt, weil so könnten Skelette noch schießen. Aber egal. Ach, dann wird er ganz zugebaut. So. Ja. Schön wäre es, wenn wir jetzt schon auf Kohle treffen würden. Ja, das wäre geil, denn Holz haben wir jetzt auch nicht so gerade gehabt. Sonst hätte man ja sagen können, wir machen ein bisschen Holzkohle. Warte mal, machen wir den Raum hier nochmal ein bisschen breiter.
Wenn man überlegt, dass wir auf deinem kleinen Server, den wir damals mal eingerichtet haben, normales Minecraft mit 4 Mann relativ gut spielen konnten. Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, Feed the Beast ist nicht gerade ressourcenfreundlich, noch weniger als normal Minecraft. Also, das ist etwas, wo ich definitiv noch mich um die Ressourcenauslastung kümmern muss. Ich weiß allerdings noch nicht ganz, wie ich das hinkriege. ich würde sagen, als erstes brauchen wir beide eine bessere Internetanbindung. Das ist schon mal ganz wichtig. Ah, das ist relativ zu trachten. Ja, Gray, du hast ja etwas mehr als ich zur Verfügung. Ja, aber auch... Noch nicht wirklich viel mehr. Auch nicht, erstmal nicht wirklich viel mehr. Und außerdem muss man dazu sagen, wir sollten langsam mal Licht machen. Ich habe keine Ahnung, ob die Aufnahme ansatzweise hell genug ist. Tja, dafür bietet dann das Bearbeitungsprogramm ja die Möglichkeit, es heller zu machen. Du kennst das ja von mir, du hast ja, ja bestimmt jede Folge von meinem Let's Play geguckt und kennst dich daher super aus. Ja, alle 100 ans Folgen. Hand aufs Herz und weitergelogen. Nein, ich habe mir nur die 100. angeguckt, ich gestehe. Und das auch nur, weil er in der Aufnahme für Folge 101 bis 103 mit dem Telefon mich angerufen hat. Was dann daran lag, ich habe das Handy da gebraucht wegen, ich habe noch die Tränke gebraut. Und da habe ich mir so eine App runtergeladen, damit ich nicht irgendwie im Browser hin und her switchen muss, sondern da einfach gucken kann, was Sache ist. Ich sehe einen Mini-Slime und ich sehe einen Creeper. Und ich sehe Kohle! Hol sie dir. Ja, mach ich auch. Such. Ich bin kein Hund. Stimmt, du bist ein Wolf. Das Richtig. Mit den Zähmen hat also noch nicht ganz funktioniert. Ja. Ich mag keine Knochen. Und Kobe-Rindfleisch haben wir hier noch nicht gefunden. Jetzt werd aber mal nicht dekadent hier, ja? Oh. So ein schönes Kobe. Ich bin ja nicht so der große Fleischesser, aber das lasse ich mir auch gefallen. So, 12, 13, 14 Kohle. Der Feinschmecker hier wieder. Was habe ich denn da gefunden? Ich kann es nicht abbauen, daher lasse ich es einfach mal hier schön liegen. Ist es blau? Nein, es ist mit so 3 orangenen Punkten. Ah, das ist von Thorncraft. Das ist... warte, lass mich... Wie heißt es übersetzt? Bernstein. So, jetzt bräuchte ich nur noch Holz für Fackeln. Oder hast du Holz besorgt? Aber für was hältst du mich? Ich gehe Holz farben. Hier hast du 18 Stickies. Komm her und halt die Klappe. Wo hast du hingerotzt? Ach, liegen da. Vor der Werkbank. Da liegen sie. So, dann machen wir doch mal Fäckelchen. Ah, nein, ich werde glaube ich noch nicht die gesamte Kohle dafür verballern. So ein paar möchte ich doch behalten. Ja, so ein bisschen hier zum Ausleuchten wäre vielleicht nicht schlecht. Da hast du auch ein paar. Ah. Und ich sprach aus Werdelicht. Doch, du fandst den Schalter nicht, ist klar. So, jetzt haben wir hier schon unseren kleinen Anfang gemacht. Jetzt ist die Frage... Nahrung? Ja, Nahrung wichtig, ne? Keine Ahnung. Tiere schlachten erstmal, weil ich bin fast tot und habe Hunger. Irgendwas machst du falsch. Ja, Creeper. Ah, hier hat er den Baum abgeholzt. Gut, dann kann ich schon ein paar Saplings einsammeln und unterwegs neu nachpflanzen. So, ich habe erstmal unserem schönen Zuhause eine Tür verpasst und mache auch gleich mal ein bisschen Licht davor. Wie war das? Die Bäume, die aussehen wie Oakwood, aber dunkler sind, soll ich nicht angreifen, ne? Richtig, alles was aussieht wie so ein Baum mit Stinkefinger oben drauf, solltest du stehen lassen. Weil das sind die Rubber... Das ist der Rubberwood... Oh, ein Agro-Zombie! Und ich bin tot! Ich hatte noch irgendwie mit 4 Herzen unten einen leckenden Zombie. Sorry. Okay, du hast ja aber... er hat gut Feuer gefangen, weil ich habe ihn gerade mit einem Schlag weggeholzt. Ja, ich habe auch noch ein paar Mal auf ihn draufgehauen, aber irgendwie, keine Ahnung. Naja. Ich sammle mal ein, was wir hier so liegen haben. Ja, bräuchtest du nicht, ich bin gleich wieder da. Da bin ich schon wieder, juhu. Und da kommt er angeleckt. Ja, du bist auch gerade ein bisschen durch die Gegend geleckt. Es will natürlich auch alles sein. Erstmal XP, alles weg. Ich muss noch erstmal gucken, wie man da am besten mal das ganze Kram wenig stabiler gestaltet noch. Aber für den ersten Versuch soll es ja erstmal reichen. So, ich habe dir da mal so ein bisschen Krempel hingeschmissen. Ja, ich sammle gleich aus, sobald ich mein Holz hier habe.
So, das noch. Ach so, ich habe das Wichtigste, die wichtigsten zwei Sachen ja noch vergessen. Ich muss noch mal zurück, ich muss noch mal was basteln. So. Da ist haufenweise Kohle noch in der Bergwand, sehe ich gerade. Mhm. Oh, ich habe ein Zombie-Brain. Ja, das habe ich dir da mal hingeschmissen. Brains. Ja.